Herzlich willkommen zur Videoreihe Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. So, es gibt ja insgesamt 47 essentielle Nährstoffe und wir konzentrieren uns in den nächsten Videos auf Vitamine. Allen voran Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, B6, B9, B12, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin H und K. Und das werden jetzt, sage ich mal, in den nächsten Videos die Themen sein. Ansonsten fangen wir erstmal an mit Vitamin A. Jo, Vitamin A ist bekannt als Augenvitamin, da es die Sehkraft entscheidend beeinflusst. Vitamin A spielt eine große Rolle beim Zellwachstum, insbesondere bei der Erneuerung der Haut. Es schützt den Körper vor freien Radikalen und den dadurch verursachten Schäden. Ansonsten ist es so, dass unser Körper Vitamin A selbst herstellen kann, insofern er die dafür erforderlichen Ausgangsstoffe erhält. Es handelt sich dabei um Provitamin A, besser bekannt als Beta-Carotin, was beispielsweise in Karotten steckt. Ansonsten ist es auch fettlöslich und Vitamin A ist auch an der Verdauung von Fetten und Eiweißen beteiligt. Es wird zur Produktion von bestimmten Sehfarbstoffen, Blutbestandteilen benötigt und ist auch mitverantwortlich für die Gesundheit von Haut und Knochen. Und da kommen wir zu einem richtig wichtigen Punkt, denn Haut und Knochen, das werden wir im weiteren Verlauf des Videos nochmal ganz genau betrachten. Das wird dein Vorteil sein, den du in Zukunft durch Vitamin A haben wirst. Mehr später. Ansonsten ist es so, dass wir generell einen hohen Vitamin A-Bedarf haben, wenn wir uns in einer Wachstumsphase befinden oder zum Beispiel einen Knochenbruch auskurieren müssen. Auch eine besonders eiweißhaltige Ernährung kann natürlich den Vitamin A-Bedarf erhöhen. Dann einfach eine Karotte mehr am Tag essen. Ansonsten ist es so, dass gerade jetzt Schwangere und Stillende, Kinder oder ältere Menschen oft einen Vitamin A-Mangel haben. Das merkt man jetzt nicht direkt dadurch, dass du gleich umkippst, sondern es ist einfach so, dass man dann, sage ich mal, einfach im Defizit ist. Ansonsten ist es auch so, dass Sportler, Menschen mit geschwächtem Immunsystem sowie chronisch Kranke oder auch Personen mit erhöhter Belastung von diesem Mangel betroffen sind. Was sind Menschen oder Personen mit erhöhter Belastung? Das sind Menschen, die zum Beispiel aktuell unter Schlafmangel leiden, Alkoholkonsum, also zumindest erhöhter Alkoholkonsum, unter Stress leiden, Raucher oder ständiger Kontakt mit Umweltgiften, also all jene, die halt wirklich, sage ich mal, von Belastungen betroffen sind. Ansonsten ist es auch übermäßige Sonnenbestrahlung oder Sonnenstrahlung generell. Da hilft es dann einfach wirklich am besten, ein bisschen mehr Vitamin A zu sich zu führen. Was sind denn nun die Folgen von Vitamin A-Mangel? An sich ist es so, dass fehlt uns dieser wichtige Vitalstoff, spüren wir die Folgen oftmals zuerst an der Immunabwehr. Unser Sehvermögen lässt bei Vitamin A-Mangel ebenfalls nach. Das ist auch so, dass zum Beispiel sich Nachtblindheit einstellen kann. Im weiteren Verlauf nimmt die Sehkraft auch tagsüber ab. Ansonsten ist es so, dass wenn wir unter Vitamin A-Mangel leiden, dass wir anfälliger gegenüber Infektionen, Entzündungen oder häufigen Erkältungen sind. Ansonsten ist es so, wenn wir jetzt dauerhaft einen zu niedrigen Vitamin A-Spiegel haben, dass wir generell vielleicht auch von Appetitlosigkeit betroffen sind, ein erhöhtes Risiko für Nierensteine haben. Das betraf zum Beispiel jetzt mich persönlich. Also ich war immer jemand, der wirklich unter Nierenstein litt. Ansonsten auch Nachlassen der Hautelastizität, verstärkte Faltenbildung. Also man sieht dann einfach älter aus. Das hört sich jetzt vielleicht einfach mal so theoretisch an, ist dann aber meist so. Ansonsten ist es auch so, dass brüchige Nägel, Haarausfall, Veränderungen von Tast- und Geruchssinn, erhöhtes Risiko für Artiskliose und ansonsten auch trockene Augen, Haare oder Haut, sage ich mal, diese Auswirkungen sind. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht. Das sind alles die Begleiterscheinungen, die du nicht hast, wenn du halt dafür sorgst, dass der Vitamin A-Spiegel ordentlich ausgeglichen ist. Tja, und wie schaffen wir das?
also zum ersten durch pflanzliche Lebensmittel. Da haben wir zum Beispiel Brokkoli, Süßkartoffeln, Karotten und Kopfsalat. Auch wenn jetzt, sage ich mal, die Karotten wegen Beta-Carotin hier den mehr orangenen Farbanteil haben, ist es aber auch so, dass grünes Gemüse immer gut ist. Egal für was, also Brokkoli und Kopfsalat, absolut top. Ansonsten muss es nicht immer nur vegetarisch oder pflanzlich sein. Genauso gut sind auch tierische Lebensmittel, zum Beispiel Thunfisch, Leber, Käse oder Kuhmilch. So, und ja, wie viel Vitamin A benötigen wir denn nun? Also bei Frauen sagt man ungefähr 1 Milligramm täglich. Bei Provitamin A sollten es ca. 20 bis 25 Milligramm sein. Also da haben wir einfach mal ein Beispiel gemacht. Diese Dosis hält so beispielsweise in 5 Gramm Lebertran oder 2 Karotten. Ansonsten ist es bei den Männern ähnlich, ein kleines bisschen höher, 1,2 Milligramm oder pro Vitamin 20 bis 25 ist eigentlich gleich. Und auch da mal ein Beispiel, 100 Gramm Kopfsalat, Grünkohl oder Blattspinat. Ansonsten ist es so, Vitamin A benötigen auch Kinder, gerade weil die ja noch im Wachstum oder in der Entwicklung sind. Und da hilft es halt wirklich immer, entsprechend ordentlich für eine ausgeglichene Ernährung zu sorgen. Jo, und jetzt kommt das Geheimnis, dein Vorteil. Du willst eine Wunderpille, hier ist sie wirklich. Also der Aufbau und das Wachstum der Knochen werden durch Vitamin A wirklich beeinflusst. Ansonsten ist Vitamin A ein wirklich bekannter Anti-Aging-Wirkstoff. Und wirkt sich langfristig äußerst positiv auf deine Hauterscheinung oder dein Hauterscheinungsbild aus. Also es ist wirklich so, das sieht man ab und zu bei Vegetariern oder Veganern, die sich wirklich jetzt verstärkt durch das pflanzliche Vitamin A ernähren, dass die wirklich im Schnitt immer ein bisschen jünger oder frischer und einfach knackiger wirken. Soll jetzt nicht zu einseitig sein, das war jetzt nur ein Beispiel. Man kann das, wie gesagt, genauso gut durch auch tierische Lebensmittel erreichen. Aber wie gesagt, muss halt ein guter, ausgeglichener Vitamin A-Spiegel sein. Es fördert generell oder im erhöhten Maße die Kollagenproduktion und kann auch deswegen gegen Akne wirksam sein. Jo, und das war's zu Vitamin A. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn du mehr solche Videos wünschst, dann würde ich dich bitten, entweder einen Daumen hoch dazulassen oder uns gleich zu abonnieren. Dann kriegst du noch viele mehrere Geheimnisse zu den anderen Vitaminen, Mineralien oder Spurenelementen. Und die werden wir in den nächsten Videos einfach zeigen. Vielen Dank.